So, hallo und herzlich willkommen, Leute. Dritte Runde TFT ESL Meisterschaft Qualifier. Oben seht ihr drei Angaben. Das sind aber tatsächlich, eins war ein Warm-Up-Match. Trotzdem sind zwei davon korrekt und haben erste Plätze uns geholt. In an On-Artifact during the Game ist wahrscheinlich das Beste, was ich hier nehmen kann. Bedeutet allerdings auch wieder QSS bauen, weil Everfrost dann wieder ein Thema ist, denke ich. Super Rage Blade ist gut, Super Gun Blade ist okay. Okidoki. Wie immer erstmal checken, was der Rest spielt. On, TF, on, on, TF. Es gibt einen Spieler. DGT Inter. Wie immer. Oh, Piltoverstadt, maybe. Ich habe vorher die Gegner ein bisschen gescoutet und allermeisten haben in der letzten Serie gespielt. Ist halt die Frage, ob die immer dafür gehen oder ob das jetzt so ein Ding war. Aber das hier ist natürlich schon ein wirklicher Piltoverstadt. Einer hat was Richtung Void. Ist das noch gar nicht klar? Drei Gold hier sind super. Können wir dadurch nochmal mehr kaufen? Ja, ich denke, wir spielen jetzt tatsächlich einen normalen Gunner-Start, ne? Wenn On a Roll kommt, haben wir nicht ganz so viele Pairs, aber das ist nicht schlimm. Okay, also grundsätzlich ist das schon okay. Jetzt geht's auf jeden Fall nicht ganz so gut. Aber wenn wir hier Loosepick spielen aus dem Spot mit diesem Augment. Doesn't kill you, make you stronger. Das ist schon fein. Man levelt hier immer, also man könnte auch sagen, man bleibt Level 3, um Loosestreak zu halten, aber wir wollen die Chance auf die frühe Vi. Und die ist halt höher, wenn wir Level 4 sind. Right, gönnt uns noch nicht. Aber das ist auch okay. Ein bisschen gucken, wer der Schwächste ist. Er ist der Schwächste. Das wäre mit Everfrost, also an QSS, wenn wir nicht vorbeikommen. Ja, er ist halt so schwach, dass ich glaube ich nichts aufstellen kann, dass ich gegen ihn verliere. Scheint mir sehr unrealistisch. Aber er hat Everfrost Irelia. Ich weiß nicht, ob die HP verlieren wird in dem Fight. Ja, sie ist jetzt fast wieder full life. Sie kriegt übrigens ein Schild, wenn sie so genug fällt. Vielleicht sehen wir das Schild. Ich glaube, es war ihr Ult-Schild. Ist nicht mal Half-Life.
Ja, Everfrost Windstreak aktuell sehr dominant. Sehr, sehr gut. Piltover aus dem Karussell wäre auch fein. Aber dann hätten wir es auch wirklich gerne. Ja, Uri Vigocell. Hier jetzt wieder der Blick. Der ist jetzt nicht mehr ganz so schwach. Ich denke, da können wir. Können wir erfolgreich verlieren? Das verlieren wir anyway. Und gegen ihn hoffen wir, dass wir verlieren, weil ich den Renekton halt so weit weggestellt habe. Dass quasi mein Cho im Best Case stirbt, bevor er ultet. Das hat jetzt schon mal nicht geklappt. Das sollte ja trotzdem reichen zum Nein, wer dein BT hat. Oh, vielleicht können wir noch etwas haben. Nice. Sehr schön. Auch hier jetzt wieder Pre-Leveln. Ne, wir waren einfach unbedingt Jace, Echo oder Vi. Wenn man schon den Jace so früh hat, will man das schon zuschlagen. Ich denke, ich nehme hier sogar den Echo. Ist natürlich eine Ramble West jetzt nicht so ST, aber. Decke 2-5, Piltover drin ist immer noch fein. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, wir könnten tatsächlich zu strong werden. Also wir wollen natürlich jetzt hier gerne auch noch ein bisschen loose streaken, damit auch der T-Rex stark wird. Plus das hier, ne? 2 extra Gold sind cool. Gibt doch, glaube ich, jetzt niemanden mehr, der auf loose streak spielt außer uns. Kriegen es jetzt schon. Dann können wir wahrscheinlich darüber loose streaken. Dass wir das Item nicht vergeben. Ne? Das scheint mir ein gar nicht so schlechter Weg. Aber das Item nicht vergeben. Frage, wie sehr man hier unbedingt verlieren will. Mir für meinen Geschmack jetzt schon ein bisschen zu sehr, ne? Hm. Ja, struggle ich jetzt ein bisschen, ne? Aber müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht zu viel AP verlieren. Oh, verliert der actually mit seiner Irene, ja? Oh. Oh, ich glaube, er gewinnt sehr lucky. Oh mein Gott. Der Malzer von Smash Boy da nicht draufgehauen hat, ist schon ehrlicherweise eine Tragödie. 30 Gold ist natürlich sehr sick. Ist mir eigentlich zu risky, oder? Ich dürfte dich nichts davon besiegen. Wenn ich nicht mal Item slamme. Nee, ich denke, das ist fein. Wenn ich den T-Rex da vorne hinstelle, damit er sofort stirbt, sollten wir hier keine Chance auf einen Win haben. Das, weil wir wieder ins Everfrost reinspielen. Level fokussieren wollten sie auch nicht. Okay. So, das heißt, das war der 5. Lose. Das heißt, wir kriegen jetzt auch eine Random Component. Das hilft uns, weil bis jetzt sind unsere Items ehrlicherweise nicht ganz so geil. Ja, das ist doch schon mal besser. Das können wir auf jeden Fall bauen. Kann ich den Fight verlieren eigentlich nicht, ne? Sollte das nicht möglich sein? Aber wir können trotzdem Everfrost Slam. Ja, wir werden Richie Rich.
So strange, they scream. Items sind natürlich schon arg scheiße. Aber das ist wahrscheinlich trotzdem okay. Mache mir ein bisschen Sorgen, ob wir danach überhaupt in den Winstreak reinkommen, so wie ich mir das vorstelle. Aber ich würde jetzt eher mal davon ausgehen, dass das geht. Ja, tatsächlich müssen die Niederlagen für das Ding hier auch nicht hintereinander sein. Unser T-Rex kriegt aber halt mehr Stacks, desto öfter wir ein Stück hintereinander verlieren. Kann aber gut sein, dass wir den am Ende anyway sehen, weil der wird nicht auf 30 Stacks kommen, denke ich. Ist dann doch ein bisschen sehr ambitioniert. Könnt ihr die bauen? Jetzt geht ja trotzdem mein T-Rex sofort, oder was? Das ja. Mein Sugar mit Everfrost wurde geeverfrostet. Natürlich auch nicht so witzig. Okay, 56 HP, das ist jetzt nicht ganz so viel, ne? Aber ich denke, man redet hier. Fehlt jetzt immer noch. Das kennen wir ja schon. Hier wieder mit einer ähnlichen Intention. Aber aus einem deutlich schlechteren Start heraus. Die Idee ist schon... Streak ist halt fein. Sugar 3. Der Double Everfrost. Also ohne QSS ist hier auf jeden Fall mein Leben nicht lebenswert. Mit Everfrost irgendwie auch nicht. Mit QSS meine ich. Ist ja nicht so viel besser. Ich gebe wieder nichts, ne? Uiuiuiuiuiui. Vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben. 43 HP, wenn dann irgendwer einen Hyrule dabei hat, den wir das ganze Game über nicht zu packen kriegen, dann wird es schon sehr schmerzhaft, sehr schnell. Denke, nächstes Level gehen wir, nächste Runde gehen wir einfach 8, nehmen noch einen Loose mit. Das ist halbwegs sinnvolles Spielen. Nicht, ne? Das ist halbwegs sinnvoll. Boah, das wird krass. Also sehr greedy Play von mir in general. Ist ja natürlich mit der Idee, dass der Jarvan uns da jetzt aus den Krübsen raushält. Das funktioniert allerdings einfach noch nicht. Nee, das funktioniert noch gar nicht. 30 HP. Serie aus dem Karussell wäre jetzt cool. Ansonsten Crit wegen QSS. 30 HP in 3,5, das ist schon Kategorie Last Place. Das ist... Crit it is. QSS. Level 8 all in. Eine Runde. Demacia, now and forever. With me every fight. This time's no different. It's up to me. Junge. Eine Serie 2 aus dem Hut gezaubert.
Ja, das ist natürlich geil. Gerne wissen, was der vierte Zorn-Effekt ist, bevor wir slammen. Oder wir gehen einfach Dead Last, das geht natürlich auch. Aber ist jetzt nicht so cool. Any volunteers to charge blindly into a storm of souls? Okay, der hat Garen 1. Juggernaut Crown sollte ja nicht so viel machen. Double Jarvan Ult auf jeden Fall auch annoying. Hat auch einen Jarvan, aber das ist uns Gott sei Dank erstmal relativ egal. Der Cashin sollte da sein. Ich denke, für ein Echo können wir hier tatsächlich nicht locken. Ich könnte den zählen für 27 Gold, ne? Das Case macht ja einfach noch was. Junge, die Items. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Er hat einfach Triple Jarvan. Gott sei Dank verhindert meine QSS so ein bisschen den Value davon. Aber es sieht trotzdem wieder so aus, als wäre es ein Loose, ne? Ich kann es nicht fassen. Gehe ich hier wirklich dead last? Junge, 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 Junge. Das sieht sehr bad aus. Charge blindly into a storm of souls. I am Zorn's reckoning. Zorn is the future. Das sieht auf einem Level bad aus, der kaum beschreibbar ist. Meine Serie dem wenigstens so tun, als wäre sie dabei. Battle.
I really don't know how to solve this. Es sieht absolut lost aus. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte es ja noch nicht sein sollen, wenn ich seine Außenkarussell jetzt krieg. Ist das schon eher bad. Ich musste halt aus meiner Sicht den T-Rex verkaufen, obwohl der viele Stacks hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass ich Items brauche und man kriegt halt dann Items, aber die Items haben ehrlicherweise hier kein Problem gelöst. Wenigstens Rage spielt mal auf der Serie, da macht ihr vielleicht ein bisschen was. Oh, Night Jarvan 2. Jarvan 2. Aber sieht das kacke aus. Hat auch kein Einlass Whisper. Sogar zwei Stafers. Ah, ich komme einfach durch Tanks gar nicht durch. Ne? Church of Ur wird das wieder eröffnet, Leute. Ja. Also Donkey Rowan ist es vielleicht auch einfach nicht, aber ich weiß auch einfach nicht, was es sein soll. Also, das wäre hier die Lösung. Das ist leider schon ein starker Garen. Zumindest zweimal komplett CC'd wurde. Boah. Ein einziger Kampf ums Überleben hier. Ja, vielleicht zu risky gespielt dafür, wie gut die ersten Runden liefen, ne? Ich hätte wahrscheinlich hier gar nicht so mega risky spielen müssen. Mit Piltover into Level Up. Das Problem ist, die spielt quasi ohne Prismatic, weil der ist ja auch Level. Ach, der besiegt mich ja. Der hat Perfect Items, Jarvan. Hat dadurch Double Jarvan. Und der ist einfach richtig gut. Ich habe halt den besten Zorn-Effekt auf Seri. Wenn ich jetzt die QSS kriege, dann ist vielleicht auch einiges wieder drin. Nein, das bist du mein. Ist aber leider nichts in diese Richtung.
Scaling AP auf Senna, die macht mit AP mehr Schild. Er sieht ehrlicherweise nicht so strong aus. Aber der hat natürlich auch einen Triple Repair Heimerdinger. Der schon mal manchmal ein bisschen mehr rausholt, als man erwarten würde. Jetzt müsste ich eigentlich 9 gehen, aber... Also das Problem ist, er ist einfach so strong, dass ich gegen ihn verliere und ich habe nur noch 14 HP. Das heißt, wenn ich jetzt Matchmaking Bad Luck habe, dann bin ich einfach 7. Und ich kann es nicht ändern. Also es gibt nichts, was ich hier machen könnte. Ich muss halt 9 gehen, um den zweiten Bruiser zu spielen. Nee, ich muss hier sogar Verliot reinspielen, weil ich keinen Aspisper gebaut habe. Aber es wird einfach nicht reichen. Also wenn man realistisch ist. Dann reicht das einfach nicht, was ich habe. Kann auch das Positioning ändern, nicht ändern, trotzdem C4. Werde ich auch noch gesaved. Das ist natürlich absolut Worst Case. Aber mein Jarvan macht hier zumindest eine sehr gute Ult. Aber QSS auf Aphelios outplayed das ein bisschen. Müssen wir hoffen, dass mein Jarvan noch eine Ult macht. Noch eine Ult, noch eine Ult. Oh, er wurde in der Ult Animation gekillt. Hubert lebt noch. Sein macht er seine Sachen. Okay. Ich habe sehr viel gesehen, aber ich konnte es nicht outplayen. Das geht in dem Moment einfach nicht. Ja, der Triple Repair Bot outplayed Garen. Benny raus, mindestens mal 6. Dann, wir kriegen jetzt 11 Gold. Wie viel XP kriege ich pro Kauf? 7. Also ich habe gerade. Keine Ahnung. Calculator. 34 minus 29. Durch 7. Sind 8. Bei 4 sind 32 Gold. Die brauchen das Level up. Aber der besiegt mich halt einfach. Bitte nicht gegen Anker Limon. Ist auch nicht gut. Ich habe auch die QSS gekauft, wie ein kluger Mensch. Stein hat dann nochmal einen Knockup gemacht, um den Jarvan zu helfen. Wodurch der Jarvan noch eine Ult durchkriegt, aber wieder in der Ult-Animation stirbt. Irgendwas hat meine Serie gekillt. Oh mein Gott, ich war gerade. Ah, viel zu risky gespielt für Double First. Oh, aber actually bin ich noch. Ja, das ist wahrscheinlich sogar irgendwo fein. Okay, 5. Ja, das ist natürlich trotzdem versaut. Das ist ein bisschen die Ausgangslage. Man muss normalerweise im Schnitt bei so einer Open-Quali im Schnitt einen 3. machen. Das heißt, der erste, ja, erste gleich den 5. aus. Oder man kann auch einfach zusammenrechnen. Dann haben wir 7. Ja, also 2,3 jetzt im Schnitt. Das heißt, morgen der Qualifier wird dann doch nochmal wichtiger. Jetzt vielleicht erst gedacht, muss ich besser spielen. Ne? Das ist keine gute Runde gewesen. Ich hatte Level 8 gepusht und Serie 2 gehittet, aber ich hatte so wenig Gold, dass ich nicht nochmal chillen konnte. Ich hatte die Double Jarvan, ich glaube, es war eine gute Solution, aber ich habe auch sonst nicht so viel gehittet. Piltover war durchspielen, schien mir sehr unrealistisch, weil ich einfach keine Wahl gefunden habe und da muss ich, mit Ori 2 kann ich nicht die nächste Stage gehen. Ich hatte auch keine Items auf meiner Serie, habe dann quasi den T-Rex verkauft, aber tatsächlich nur AP-Sachen bekommen und Tank-Items. Und hat am Ende tatsächlich mit Cyan Jarvan eine ganz coole Tankline, die auf Level 9 auch aufgeht, weil ich dann Seju spielen kann. Dann kann ich Seju Cyan Jarvan Frontline spielen, aber ich hatte auch keinen Last Whisper, weil ich die QSS halt eben präferiert habe, was denke ich auch richtig war in der Lobby, weil wir 1, 2, 3, 4, also ich habe gegen 4 Everfrost gespielt. Ich finde, da muss man eigentlich dafür gehen. Aber es ist am Ende ein 5. Das ist natürlich eine Enttäuschung. Trotzdem, 1.1.5. ist eine gute Ausgangslage für den zweiten Tag. Schnitt von 2,3. Also, wie gesagt, im Schnitt wollen wir 3. werden. Wir haben jetzt nach dem ersten Tag 16 plus 4 Punkte. Also 20. 36 reichen normalerweise. Das heißt, wir bräuchten 16 am letzten Tag. Das heißt, in der Theorie würden uns wahrscheinlich 3 vierte Plätze reichen.
Ist allerdings natürlich trotzdem jetzt ein bisschen unnötig gewesen. Vor allem, weil ich auch wusste, dass in der Lobby viele Seriespieler sind. Am Ende sind wir allerdings tatsächlich nur von einem contested gewesen. Aber diese Orn-Items, diese Sniper-Fokus, also er hat halt wirklich komplett abgeräumt, ne? Dass auch Large Forge noch kam, war halt sehr krass für die Orn-Spieler, weil er hat quasi Everfrost, Trickstarklaw und Sniper-Fokus, was die drei besten Items sind, die du kriegen kannst. Dadurch natürlich einen krassen High-Roll. Aber das ist natürlich trotzdem was, was dann was man irgendwo mit einplanen muss, I guess. Mein Jarvan, ich dachte tatsächlich, der macht mehr, weil der drei Items hat. Hätte ich gedacht, dass der dadurch zwei Ults durchkriegt, aber das hat er tatsächlich nie hinbekommen. Er ist immer während der Ult-Animation von der zweiten Ult gestorben und das ist natürlich dann schon sehr hart, weil dir dann ein bisschen die Power fehlt. Zu greedy, meine Damen.